Herzlich willkommen im digitalen Wohnzimmer der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Pinguin basteln könnt. Dazu braucht ihr ein schwarzes Blatt Papier, einen ausgeschnittenen Kreis aus weißem Papier. Den könnt ihr je nachdem, wie groß eure Hand ist, ein bisschen kleiner oder größer ausschneiden. Wenn ihr eher eine kleinere Hand habt, braucht ihr eher einen kleineren Papierkreis. Dann braucht ihr noch ein viereckig ausgeschnittenes Stück orange- oder gelbfarbenes Papier, Wackelaugen, eine Schere, Kleber und einen sehr gut gespitzten Bleistift. So, zuallererst braucht ihr das Blatt Papier. Auf dieses legt ihr eure Hand und zwar so, dass ihr den Daumen und den kleinen Finger ein bisschen abspreizt, weil das werden dann nachher die Flügel des Pinguins. Dann nehmt ihr euren Bleistift und fahrt hier an eurer Hand entlang und umrundet diese, so dass man alle Finger gut sehen kann. Jetzt habe ich meine Hand aufgemalt. Die muss ich jetzt zuallererst mal ausschneiden. So, jetzt habe ich meine Hand fertig ausgeschnitten und jetzt drehe ich die Hand um, denn das hier sind jetzt die Flügel des Pinguins und hier oben kommt der Kopf hin. Jetzt brauche ich als nächstes hier diesen weißen Papierkreis, denn das wird der Bauch. Da benutze ich jetzt erstmal meinen Kleber und beklebe diesen hier. So, genau, der Bauch kommt hier in die Mitte. So, schön festkleben. Und jetzt braucht der Pinguin noch einen Schnabel. Dazu nehme ich hier mein viereckiges orangefarbenes Papier und falte es einmal in der Mitte zusammen. So, und beklebe es wieder und zwar nur auf einer Stelle hier unten, damit der Pinguin seinen Schnabel auch öffnen kann. So, jetzt klebe ich den Schnabel hier drauf. So, schön festdrücken, damit er auch nicht abfällt. So, könnt ihr den Pinguin schon erkennen. Jetzt fehlen nur noch die Augen. Da nehme ich hier meine Wackelaugen. Einmal. Und zweimal. So, und fertig ist mein Pinguin. So, jetzt habe ich hier meine beiden Pinguine. Und wisst ihr denn auch, was die Pinguine fressen? Ich lasse euch mal einen ganz kleinen Moment überlegen. Habt ihr eine Idee? Ah, die Pinguine fressen Fisch, genau. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier im digitalen Wohnzimmer der Stadtbücherei Frankfurt. Eure Bianca Fretz aus der Stadtteilbibliothek Gallus.